Hey, yo, Leute, was geht ab? Haben wir am Start zu kommen zu einer neuen Folge auf der YouTuber-Insel, Leute. Wir sind hier gerade bei der Kampfarena. Ich muss mal ein bisschen hier sauer machen, Leute. Guck mal, wie viel Dreck die alle da gelassen hat. Das war ja einmal, wo wir Alphastein mit dem Amboss zerstört haben, Leute. Ich muss da mal später ordentlich sauber machen, Leute. Aber egal, was will man machen? Man kann nicht immer alles sofort machen, Leute. Lasst gerne ein Like da, abonniert, die Channel-Glocke aktivieren. Ich hab irgendwelche Namen da gerade gesehen, Leute. Das Haus von Max, ey. Was ist denn da oben los, Leute? Warum ist da Holz und so? Na ja, Leute, lasst gerne ein Like da und die Channel-Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Wir werden heute die Kampfarena, glaube ich, ein bisschen sauberer machen, Leute. Und wir werden mal abchecken. Leute, Stani muss uns noch einen Diamant geben und Zeus Online, der 31er und Alphastein. Diese kleinen, dreckigen Leute. Na egal. Gut, darum kümmern wir uns später, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an. So, Leute, als erstes würde ich mal sagen, hier, das muss alles weg hier. Muss leider weg hier erstmal. Ich habe keine Axt dabei. Ich muss mal kurz eine Axt machen, Leute. So, zum Glück habe ich ja Eisen dabei. So, hoch, machen wir es mal ganz kurz so hin. So, dann machen wir hier kurz sauber, Leute. Es muss alles hier weggemacht werden, Leute. Die haben eine Kampfarena, ist alles sehr schön und gut. Ich habe mitbekommen, hier haben sie die Dings fertig gemacht. Alphastein, seine ganzen Banner. Das ist alles voll okay, Leute, aber es sieht halt nicht schön aus, ne? Es sieht wirklich nicht schön aus und hier auch der Wassereimer so, hä? Das sieht auch nicht gut aus. So, machen wir das mal ganz kurz hier alles weg. Machen hier schön sauber, Leute, damit ja das Einladen da aussieht, ne? Oder was sagt ihr? Ich finde, das sieht so dann schöner aus, weil die hier mal... Ich meine, klar, das hat hier ein bisschen History, was hier passiert ist, aber es sieht nicht gut aus. Und Cobblestone kann man immer gebrauchen, Leute. Wir sind gerade ein bisschen ärmer an Cobblestone und dann holen wir das ganz einfach mit, Leute. Und, ach, Leute, ich denke die ganze Zeit, warum ist da so Holz drunter, Leute? Hat da irgendjemand... Ist da jemand eingebrochen? Ist jemand bei Max eingebrochen? Lass uns das mal kurz abchecken, Leute. Max ist mein Broski. Wir sind verbündet schon seit Tag 1. Ja, wir haben keinen Beef von alle... Leute, der Verräter ist da. Amir, du Cheater, ich habe gerade genau gesehen, was du gemacht hast. Du Verräter. Mach deine Hex aus. Dass du überhaupt hier bist. Was machst du da? Deine blöde Hex aus. Ey, was schmeißt du da auf mich? Ich habe gerade genau gesehen, du warst unsichtbar. Ey, ich war nicht unsichtbar. Du hast gerade die Sachen kaputt gemacht. Ich suche dich schon die ganze Zeit und endlich habe ich dich hier. Was schmeißt du da auf mich? Hey, ich kann auch was schießen. Machst du das wirklich? Ami, hör mir mal zu, warum hast du meine Brücke kaputt gemacht? Ich hab deine Brücke nie kaputt gemacht. Du bist der Verräter hier. Ich bin Verräter, erzähl ja? mir, warum bin ich ein Verräter? Warum du ein Verräter bist? Wissen. Ja, das wirkte schon alles auf Tag 1, hä? Wo du gekommen bist und mich beklaut hast. Da hätte mir schon direkt klar sein müssen, dass man dir nicht trauen kann. Aber sag mir, was habe ich denn dir geklaut? Hä? Du hast mir die Enderperle geklaut gehabt. Ich habe die Enderperle genommen aus einer Truhe, die einfach in der Höhle war, wo nicht mal dein Name stand. Und du weißt ganz genau, am Anfang keiner wusste, wer wo wohnt. Und ich habe diese Truhe einfach gesehen, hab diese Enderperle rausgenommen und ich hab dir sogar diese eine Enderperle gegeben. Ja, nachdem du erwischt wurdest. Ja, aber ich wusste ja nicht mal, dass das deine war. Ich hab dir das wieder zur Gutmachung gegeben, damit einfach Frieden hier auf dieser Insel herrscht. Ja, und ich hab's auch angenommen, aber damit hätte ich direkt schon merken müssen, was du für ein Typ bist, ja? Und dann, als Kampftag war, warst du nicht da, ne? Als deine Jungs dich gebraucht haben. Als der erste Kampf ausgebrochen ist gegen den Alpha-Clan. Welcher Kampf? Ich habe doch geholfen. Ich fand das einfach nur unfair, dass wir hier zu fünf da standen und gegen Rustak und Alphastein zu fünf gekämpft haben. Warte mal. Deshalb habe ich mich zurückgehalten. Alphastein, derjenige, der von Haus zu Haus gegangen ist, Schutzgeld erpresst hat, Leute bedroht hat, da fandest du das unfair? Ich sag dir mal ehrlich, guck mal, Alphastein, das ist das Problem von Anfang an gewesen. Aber Rustik, der Arme, der wurde einfach in diesem Bann von Alphastein gezogen. Und ich konnte mich doch nicht gegen meinen eigenen Bruder hetzen. Was? Es ging einfach nicht, Amir. Was für der Arme, der hat sich zu Alphastein, hat er sich angeschlossen und hat gekämpft. Rustik ist genauso krimineller. Oh, weißt du was? Rustik ist kein Stück besser als Alphastein, ist genauso ein Monster. Amir, hör mir mal zu, Rustik war unter diesem Bann. Er hat sich doch verwandelt in diesen Stein. Und jetzt glaub mir, wir können zusammen hingehen zu Rustik, den ich gerade versteckt halte. Und dann zeige ich dir, dass Rustik wieder normal geworden ist. Siehst du, du hast Rustik versteckt. Du, Rustik? Ja, ich habe Rustik versteckt, das kann auch jeder wissen. Ihr könnt das überall alle reinschreiben, auch deine Community, gar kein Problem. Aber Amir, es hat einen Grund gehabt. Der arme Junge war einfach in diesem Bann. Er hat sich zurückverwandelt. Glaubst du mir nicht? Dann komm mit, ich zeig dir, wo er gerade ist. Nee, weißt du was? Weißt du, wer dieser Rustik, von dem du redest, weißt du, was der gemacht hat? Was hat er denn gemacht? Er hat nicht nur, ja, Max, seinen Hund Mr. Berger getötet, sondern er hat meine Farm gesprengt, ja? Weißt du, wie viele Check und wie viele Schafe deswegen gestorben sind? Warte, das wusste ich gar nicht mit deiner Base. Ja,
Das wusstest du nicht. Tiere draufgegangen, oder was? Es sind locker 20 Schafe und 30 Hühner gestorben. Guck mal, Arme, ich verstehe zu 100%, das, was er gemacht hat, war nicht in Ordnung. Er hat sich auch so übertrieben entschuldigt, sein böses Ich zu dir. Ah, guck mal, das passt ja. Da kommt auch ein Böser, der gehört wohl zu dir, hä? Wer ist denn dort? Ja, ja. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass ich... Warte mal. Der gehört gar nicht zu mir. Der gehört zu dir. Hä? Warum hat er auf mich nur gezielt? Ah, der jetzt? Gehört nicht zu mir. Das war irgendein random NPC. Hä? Sind hier noch mehr? Ja, das ist ein böser NPC, der nur Böses macht. Hä? Der passt ja zu dir, wenn du dich mit Russik zusammengetan hast. Amir, glaub mir, ich will mich nicht mit dir bekriegen, ja? Aber du willst das nicht anders. Du hast meine Brücke kaputt gemacht. Jetzt beschuldigst du, dass ich irgendwie ein 31er wäre und Verräter. Aber letztendlich wollte ich doch einfach dieses Bündnis. Guck mal, Amir, du und ich hatten nie ein Bündnis, okay? Ich weiß nicht, du bist vielleicht mit Stanley und Max befreundet, alles schön und gut, aber du warst zu dem Zeitpunkt, wo wir das Bündnis abgeschlossen hatten, im Urlaub. Also kannst du doch nicht von mir erwarten, dass ich dir von Anfang an zu 100% vertraue. Was für Vertrauen? Ich habe kein Vertrauen von dir erwartet, nur ich sehe ja, mit was für Leuten du abhängst und mit wem du Bündnis machst, ne? Hast dann Stani auch verraten. Ich habe Stani nie verraten. Stani hat doch meine Brücke ohne Grund kaputt gemacht. Nein, zu dem Zeitpunkt, wo ich im Gefängnis war, ich habe für die ganze Insel versucht, Alphastein zu spionieren, damit ich herausfinde, was wirklich seine Gründe sind. Ja. Und ich glaube wirklich, ich will jetzt nicht Alphastein schlecht reden, ja? Aber denkst du nicht ernsthaft, er ist dort, um irgendwelche Pläne dort zu machen? Denkst du, jemand wie Alphastein versucht gerade, der lebt doch gerade jetzt mit Max und Candy zusammen? Ich bin nicht so naiv. Nein. Du willst nur Beef machen zwischen mir und Max. Aber weißt du, was das Ding ist? Stani hat dir vertraut und du hast dich, ja, vielleicht wolltest du Alphastein ausspionieren. Aber weißt du, was ich denke, was du wirklich machen wolltest? Was wollte ich denn machen, Armin? Du wolltest Russik rekrutieren und deine eigene kleine Armee aufbauen und dann alle zu verraten, weil so ein Typ bist du. Wenn es nicht nach dir läuft, dann soll gar nichts mehr laufen. Nein, Armin, das verletzt mich gerade wirklich. Du provozierst mich gerade mit deinen Aussagen. Ich bin kein Verräter. Ich wollte von Tag 1 die Loyalität einfach zu allen aufbauen. Aber es klappt ja nicht, wenn ich die ganze Zeit verraten werde. Russik und Candy waren in meinem Team. Russik hat mich verraten, weil er dann zu Alphastein gegangen ist, weil Alphastein ihn manipuliert hat. Und letztendlich habe ich doch geschafft, ihn wieder zurückzuholen. Und warum bist du dann, wenn er dich verraten hat, warum bist du dann wiedergekommen, hä? Da merkt man doch nur. Du willst jemand leichtes, manipulatives haben wie Russik, hä? Russik ist stark, aber Russik ist wohl nicht so der Schlauste, wenn es darum geht, wem er vertrauen soll und wem nicht. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Glaub mir, er war einfach in dieser Finsternis. Ich habe ihn da rausgeholt. Glaub mir doch einfach, Amir. Weißt du was? Ich glaube, ehrlich, ich bin einfach wieder zu nett. Ich müsste dich einfach jetzt attackieren, damit du glaubst, was Sache ist. Weißt du, was das Ding ist? Was ist der Sue von damals, dem hätte ich geglaubt. Aber seitdem du auf YouTube-Insel bist, hast du dich verändert. Was habe ich denn gemacht? Du bist... Weißt du, was du bist? Du bist ein Verbrecher geworden, ein Monster. Nein, Amir, das tut wirklich weh, dass du mir sowas einfach unter die Schuhe schiebst. Amir, es tut mir leid, aber ich wollte dich eh jagen. Ich werde dich jetzt attackieren. Zieh dich zurück. Du willst mich jagen? Versuch nochmal über deine Sachen nachzudenken, was du mir gerade an den Kopf schmeißt. Okay, okay, guck. Ich gehe langsam. Ich gehe doch, oder? Ja, du gehst... Ah! Nein, ist nicht dein Ernst. Komm her! Du Verräter! Das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich nicht dein Ernst. Was ist denn, was du redest? Ich hab gar nichts gemacht. Hey! Wer ist das denn jetzt hier? Alphastein, hä? Seid ihr wohl zu zweit hier oder was? Ich dachte, du meinst mich. Was geht, Kumpel? Störe ich euch gerade? Ich werde erstmal den Verräter jetzt so schreck schaffen. Ah! Aua! Zieh zurück, Alphastein! Was mache ich hier, Leute? Was wir hier machen? Das geht nicht an, Alphastein. Ah. Ich muss Armin ein bisschen Respekt schenken. Komm her, du Verräter! Ich bin kein Verräter und das weißt du auch. Ach ja. Ich will dich nicht töten. Deine Verbrennung bringt auch nicht so viel, hä? Bringt das gar nichts. Ist das wirklich dein Ernst? Ich bin der Wasser, mein Freund. Ja, komm, schieß. Soll ich wirklich schießen? Ist es das, was du haben willst? So. So, ich habe auch Verbrennung, mein Freund. Du hast auch Verbrennung, ich merke gerade. Ja. Aber deine Verbrennung bringt gar nichts. Oh. Komm her. Bam. Nimm das, Junge. Bam. Du kleiner 31er. Darauf habe ich schon lange gewartet, Sio. Ich habe auch darauf gewartet. Jetzt nimm BAM! Das. Ah, aua! Bam. Aua! Ah, du verdammter Verräter. Na! Na! Zieh dich zurück, Amir! Nix da. Ah. Weißt du was, Sio? Was ist das für ein epischer Kampf? Ah. Hier, nimm das! Zack! Ah. Weißt du was, Sio? So gern ich dich jetzt auch hier töten würde. Ja? So gern, wie ich dich töten würde. Es gibt daraus jemanden, der es mehr verdient hat, dich zu töten. Und der wird dich zur Rechenschaft ziehen. Und weißt du was, Sue? Du. Zieh dich zurück. Ich will dich echt nicht töten, Amir. Du kannst mich nicht töten. Aber es gibt jemanden, den hast du mehr verraten, der mehr an dich geglaubt hat. Ich weiß wirklich nicht. Guck mal, Gewitter kommt. Sue! Du weißt, mein Dreizack wird unendlich. Er hat dich geglaubt, du Verräter! Leute, schaut mal. Ich bin wieder am Haien, Leute. Aber Sue, der 31er,
Er hat sich wirklich was ausgedacht. Er hat volle Netherrüstung, Leute. Er ist leider gerade stärker als ich. Aber der kleine 31er, hä? War mir klar, dass er kämpft, Leute. Er hat Rustik zu sich geholt. Der will Rustik sein Team. Leute, er will ein Team aufbauen. Ich sag's euch, er will ein Team aufbauen und gegen uns alle kämpfen. Ich muss die Jungs auf jeden Fall warnen. Aber irgendwas ist noch mit Alphastein. Was ist mit Alphastein? Der lebt bei Max. Leute, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Leute, kann man Alphastein trauen? Ich meine, klar, er sitzt gerade auf dem Boden. Aber kann man ihm wirklich zu 100% vertrauen, Leute? Ich muss das abchecken, Leute. Ich muss abchecken, was Alphastein vorn hat. Und Sue. Ah, Leute, wirklich. Also, dass er sich traut, nochmal hier hinzukommen. Was hat er bei Max gemacht, Leute? Er war oben bei Max. Er hat bestimmt irgendwas geklaut oder kaputt gemacht. Ich muss abchecken, Leute. Es gibt ja immer noch Mr. Paul. Wir müssen Mr. Paul retten. Hier ist ein Überfall gerade zugange. Leute, ein Überfall, den Stu wahrscheinlich getriggert hat. Oh, Mann. Der 31er ist weg. Wir müssen hoch zu Max, Leute. Mal ganz gut mit der Perle ein bisschen hoch. Oh, okay. Wir sind ein bisschen hochgekommen, Leute. Leute, was hat er bei Max gemacht? Ich frag mich das, Leute. Was er wohl bei Max gemacht hat. Bestimmt hat er irgendwas kaputt gemacht, ausgeraubt. Hat er auch Mr. Paul getötet, so wie Rustik Mr. Berger getötet hat, damit die sich freundschaftlich wieder näher sind oder so, Leute. Ich weiß es doch selber nicht. Zombies sind hier, Leute. Hat der Monster hingeholt? Guck mal, da hinten ist dieser Überfall. Wir müssen den Überfall auf Max im Haus. Müssen wir irgendwie stoppen. Okay, Leute, dort hinten waren die Gegner, ne? Nein, dieses verdammte Schnee. So, dich habe ich erstmal weggemacht, mein Kleiner. So, dort hinten sind mehr Leute. Komm ich hier durch? Ja, komm hier durch. Und? Nein, der weicht aus. So, komm her, du Räuber. Mann, die hauen ab vor mir. Die sind nicht dumm. Die sind echt nicht dumm, Leute, ne? Müssen den Schnee ganz kurz wegmachen hier. Das müssen wir auch kurz wegmachen. Oh, Leute, ich hasse diesen Schnee hier, ne? Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Dieser Schnee ist der ekelhafte, den es gibt. Okay, wir haben den Überfall haben wir abgewehrt, meine Freunde. Wir haben 1 Smaragd daraus bekommen. Oh, was eigentlich ganz lecker ist. Aber das ist mir egal, Leute. Hauptsache, wir konnten Max sein Haus retten. Das werde ich Max alles berichten müssen, Leute. Eieieiei, diese 31er hier. Wir müssen uns auf jeden Fall besser ausrüsten, Leute. Verbrennen habe ich ja zum Glück auch gehabt. Ich Alphastein sein Schwert. Alphastein! Alphastein, wo bist du? Wo ist der Paul Berger? Leute, wir müssen ganz kurz das Haus abchecken gehen hier. Klingel. Okay, Leute. Hä? Mr. Paul, geht's gut. Wer ist das denn? Max, ich weiß, wie traurig du eigentlich bist. Aber glaub mir, Rustik ist endlich geheilt geworden. Die Gefahr ist beseitigt. Alle können vielleicht wieder friedlich leben. Ich weiß, dass dein Zorn brennt. Aber lass das Böse nicht die Oberhand gewinnen, Max. Ich habe dir eine Reinkarnation von Mr. Berger gebracht. Mister, wir müssen reden. Leute, er wohnt doch irgendwo hier. Es hört mir jetzt, er wohnt irgendwo bei Max. Ah. Er nennt mich Bro. Wo wohnt denn der bei Max, Leute? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Dorfheld, Stu hat Dorfheld erledigt. Stu hat gar nichts gemacht. Oh, hier ist Cobblestone. Hm. Leute, da oben ist noch ein bisschen Kohle, was wir mitholen können. Also, was soll ich machen, Leute? Glaubt ihr, was Stu erzählt, ist wahr? Aber der hat uns verraten, Leute. Der hat mit den Feinden zusammen gechillt. Der hat irgendwie mit denen zusammen abgehangen, hat denen geholfen, alles etc. Ich glaube, mein Schwein pfeift, Leute. Niemals werde ich dem trauen, Alter. Leute, wir können ihm nicht trauen. Er ist einfach ein 30er. Er hat sich gegen uns entschieden, ja. Es ging ja nicht darum, dass wir in der Überzahl sind, Leute, sondern die haben den ganzen Server gemobbt. Die haben alle fertig gemacht, ja. Und haben halt zusammen, zu zweit oder Alphastein mit seinen Kenntnissen, hat halt alle anderen runtergehauen. Und genau deswegen haben wir uns zusammengetan, Leute, ja. Weil die übertrieben haben. Und jedes Mal, als ein Kampf entstanden ist, haben die uns angegriffen und nicht umgekehrt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die haben Max in den Knast getan und, Leute, was sollen wir machen? Ich sag euch ehrlich, dass Stu sich mit denen verbündet hat, das finde ich schlimmer. Schlimmer als alles andere. Warte mal ganz kurz, hier noch eine neue Pickaxe müssen wir uns bauen. Dass er sich dann auch da mit denen zusammentut und Rustik genauso, Leute, wie viele Hühner und Hühner und Schafe mussten sterben, weil Rustik alles kaputt gesprengt hat, ja? Hat sie den Hund von Max hochgejagt mit TNT. Und er soll gut sein, Leute? Kann überhaupt so jemand gut sein, Leute? Ich weiß wirklich nicht, Alter. Ich weiß nur eins, Leute. Ich muss aufpassen, wem ich vertraue.
Ja, Stani kann ich vertrauen, Leute. Stani, seitdem ich mit Stani ein Bündnis habe, haben er und ich kein einziges Problem bisher. Wir hatten immer gute Geschäfte gemacht, wir haben immer gut getauscht. Ja, mit Max kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren. Mich wundert das irgendwie so, dass der Alphastein bei sich wohnen lässt. Leute, das verstehe ich nicht. Da muss ich mit Max vielleicht auch mal reden. Das ergibt doch gar keinen Sinn, dass er den da leben lässt, dass Yumi das so erzählt. Leute, was will man denn mit jemandem wie Alphastein? Der verrät einen nur. Dem geht es auch nur um sich, Leute. Der ist ein bisschen wie Sue, muss ich leider sagen. Sue guckt sich auch nur über seine Vorteile. Chillt da mit den Jungs, mit uns allen, wie es ihm gerade passt. Und dann nächsten Tag hängt er aber wieder mit Russik ab. Der du Böses macht. Der alles kaputt gemacht hat. Und Russik werden wir uns auch noch schnappen, Leute. Kostet es, was es wolle. Wir müssen Russik fertig machen. Irgendwie. Machen wir mal ganz kurz noch ein bisschen Kohle hier weg. Also Leute, ich weiß nicht, was in der YouTuber-Insel gerade abgeht, Leute. Aber wir müssen auf der Hut bleiben. Am Ende des Tages können wir vielleicht nur, vielleicht kann ich mir nur selber trauen. Was ist mit Avive, Leute? Der hat eigentlich auch nie in einem Kampf mitgeholfen. Er hat immer gesagt, ja, ich bin mit dem verbündet. Das Einzige, was er bisher gemacht hat, ist mich zu killen. Ah, Leute, das sind Entscheidungen über Entscheidungen, Leute. Eigentlich, ich glaube, ich muss mir auch irgendwo anders eine Base noch anmachen, Leute. Vielleicht wäre es schlauer, einmal umzuziehen und das einfach nur meine Tierfarmen sein zu lassen, weißt du? Dass wenn Leute mich angriffen, klar, das tut weh, wenn meine Tiere sterben, aber dass sie nicht meine Existenz zerstören können. Ah, Leute, wir müssen das echt mal abchecken, Leute, wie wir es am besten mit allen Sachen hier umgehen müssen. Oh, Leute, hier ist eigentlich auch voll die Kohlehöhle, ne? Hier ist eigentlich auch voll die geile Höhle, Leute. Holy moly. Okay, Leute, wir haben ein bisschen was gefarmt. Wir haben ein bisschen Eisen gefunden. 7 Eisen, 1 der Kohle. Wir sagen, das reicht aus, Leute. Okay, hier ist das Casino von Max. Oh, nice. Gelb, Geld, Rot, Tod. Huhn, Win. Oh, cool. Wollen wir mal gucken, ob wir einen Win schaffen hier mit meinen eigenen Eiern? So. Ja, wir haben Win, meine Freunde. Wir haben einen Win. Let's go. Okay, so. Wir müssen jetzt weiter hier sauber machen. Wie davor angesagt. Dort hinten ist diese Alpha Town, Leute. Wir machen hier ganz kurz sauber. Zap, 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 zap. Amir! Hä? Warum bist du zurückgekommen? Hier ist mein Zuhause. Was willst du hier? Hast du gerade gesehen, was ich überhaupt gemacht habe? Was wir gemacht haben, ja? Alle verraten, meinst du? Amir, hör auf, sowas zu sagen. Warum machst du sowas? Weißt du was? Weißt du was? Verzieh dich. Ich dachte, du bist abgehauen. Ich soll mich verziehen? Was für abgehauen? Ich hab gesagt. Ich zieh dich nicht. Ich hab gesagt, jemand anderes hat verdient, dich zu töten. Also willst du mich gar nicht töten, oder was? Ich will dich töten, aber jemand will es noch mehr und hat es mehr verdient als ich. Du willst mich wirklich töten, Amir? Ja, weißt du was? Ich will dich besiegen. Ich will dich fertig machen am liebsten, du Verräter. Ich bin kein Verräter, Amir. Und deshalb, diesmal werde ich dir auch hinterherrennen, falls du abhauen solltest wieder. Hä? Komm her. Nimm das, Amir! Nimm das! Kein Zurück mehr! Nimm das! Bam! Nimm das, Junge! Nimm das! So, hä? Es gibt kein Zurück mehr! So. Und nein! Wie viel Leben hat der Junge eigentlich? Habt ihr in den Lava reingetan? Der hat bestimmt Feuerschutz oder so. Oh, Leute, das war's gewesen. Lasst ein Like und Abo da. Ciao.